Hallo und willkommen zurück zu Fortress Craft. Ich habe jetzt mal ein wenig offline gebaut und möchte euch jetzt mal gerne zeigen, was ich gebaut habe. Also ich habe jetzt zuerst hier, wie gesagt, mal den Fahrstuhl geschlossen. Das hat eine ganz andere Bewandtnis, aber das bleibt trotzdem unsere Hauptlinie, unsere Hauptstromlinie. Dann habe ich hier einen neuen Fahrstuhl hingesetzt. Der ist natürlich jetzt noch nicht symmetrisch und perfekt gesetzt. Da muss ich mir auch noch mal andere Gedanken machen. Und ich habe, wie gesagt, hier hinten zum Beispiel habe ich eine größere Anzahl an Kisten hingestellt oder Hopper, dass ich mehr Zeugs bekomme, denn diese Tin-Ohr bzw. diese Zinnader ist jetzt bald zu Ende. Und ich habe hier unten ausgehöhlt und ihr seht, ich habe hier schon ein richtiges Lager jetzt gebaut, beziehungsweise ist hier unsere Hauptstrom, nicht Hauptstrom, unsere Hauptaorta für Kohle demnächst. Diese Kohle wird dann hier auf diesen Bändern transportiert. Also wir bauen die hier ab, die ist jetzt komplett voll. Ich kann es jetzt mal gerne leer machen. So, denn jetzt habe ich mal 100 Kohle drin, jetzt kann er weiterarbeiten. Also er läuft jetzt wieder an und jedes Mal, wenn hier jetzt... wenn wir Kohle brauchen, gibt er dem Generator Kohle, der pumpt das Ding auf. Und ihr seht, jetzt fängt es wieder an zu arbeiten. Aber er kann keine Kohle aufs Fließband legen, weil alles voll ist. So, dann habe ich wie gesagt hier alles verstärkt. Zwei Wände mit diesem dicken Reinforcement Wood für diese Wespen. Hier oben, wenn wir hier oben raufgehen, wie gesagt, sind wir hier oben schon mal. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie wir das hier oben machen, aber da werde ich gleich zu kommen. Ja, und dann habe ich mir hier eine Öffnung gelassen, dass ich hier rein kann. Und hier, wie gesagt, läuft dann meine Kohle auf dem Hauptband. Dann läuft das hier weiter, hier weiter, hier weiter. Und hier ist unsere Brennstraße. Also hier habe ich jetzt erstmal fünf normale Zweier Power Storage Boxen reingestellt, beziehungsweise Kraftboxen. Die werden wir gegen die MK2 austauschen. Die haben dann 1500 jeweils, 1500 mal 5. Und dann werden wir die hier noch hochbauen. Und dieser Generator hier, der wird ja auch mit Strom und mit Kohle betrieben. Ihr seht es, die sind jetzt alle voll, deswegen laufen die nicht. Erst wenn wir hier natürlich Strom abzwacken, fangen die an zu arbeiten. Ganz klar, und dann läuft auch die Kohle. Und ja, das soll sozusagen meine Verteidigungslinie sein. Also hier die Verteidigungslinie, hier werden wir die Verteidigungstürme dran anschließen. Sozusagen unsere interne Hauptaorta für Strom, für unsere Verteidigung. Die habe ich auch gemacht. Dann habe ich des Weiteren, wie gesagt, also hier hinter dieser Wand, hier hinter dieser weißen Wand, sind jetzt nochmal zwei doppelte Reinforcement-Wände. Hier ist die Kohle von oben, bis die abgebaut ist. Irgendwann ist sie abgebaut. Das ist, wie gesagt, der Aufzug, der hier nach oben fährt. Ganz klar, dass ich schnell nach oben komme, weil so sind wir auch schneller am Geschehen, wenn wir oben mal angegriffen werden. So, das ist auf jeden Fall unser Weg nach oben. Das ist der Fahrstuhl, der geht ganz normal weiter nach unten, wie wir den kennen. Dann habe ich hier ein Glas hingesetzt, damit ich hier nicht mal eben so tief falle, wenn ich mal hier rüberlaufe. Und der Laser schießt zum Glück durchs Glas durch. Wie gesagt, dann schießen wir hier durch. Das ist unsere Hauptstromlinie für die Bohrer unterhalb der Erde. Hier habe ich ja gerade schon erklärt, ist unsere Verteidigungslinie bzw. unsere Stromgeneratoren, unser Stromnetz, was wir später machen. Dahinter habe ich ja die zwei Wände gesetzt, hier auch die Reinforcement. Dann habe ich darüber noch halt eine Steinwand gezogen. Und hier, mal ein bisschen, damit es ein bisschen schöner aussieht, habe ich mir so Storage-Boxen gebaut. Das heißt, man kann hier in einer immer so 100 Stacks reintun. Das heißt, also ich weiß gar nicht, ob ich noch eine habe. Ja, ich habe jetzt hier noch 33 davon. Ich zeige euch das mal. Also wenn ich jetzt eine Box hinsetze, eine Storage-Box, dann habe ich zwei Slots frei für 200 Plätze. Ne? Setze ich jetzt eine weitere da dran, erweitert sich das automatisch auf 4. So bin ich hingegangen und habe mir jetzt einfach immer so Storage-Boxen gemacht, wo ich dann immer so 100er Zeug halt reintun kann, was ich so gerade benötige. Vor allen Dingen der Loot von den Viechern und so. Das ist ja natürlich nachher wichtig. Dann habe ich hier mal ein bisschen, damit es ein bisschen schöner aussieht hier, was durchgezogen, hier nochmal so eine Wand, aber das machen wir alles später, das ist ja noch alles nicht fertig, wie gesagt, das sind hier alles so Storage-Boxen, die jetzt noch ein bisschen leer sind und da kommt dann später Loot rein und was weiß ich nicht, was alles. So, das habe ich jetzt soweit gebaut gestern, das ging, boah, eine ganze Weile, bis ich das fertig gebaut hatte. Wir dürfen jetzt gerne nochmal runterfahren,
leeren denn nochmal überall unsere ganzen Rohstoffe. Wie gesagt, Zinn geht zur Neige. Wir müssen uns widmen, Zinn hier oben nochmal zu finden, beziehungsweise in der nächsten Etage. Da müssen wir dann weiter buddeln und weiter graben, dass wir Zinn finden. Und dann können wir auch langsam anfangen, hier die Wände schön zu bemalen und ja, umzugestalten. Ich habe immer noch nicht dieses Coal Research gefunden. Das tut mir leid, meine Freunde. Also ich hätte es gerne gefunden, mit Sicherheit, aber es, ja, das benötigt wirklich dieses Researchen. Ich kann es euch gerne nochmal zeigen. Wir können gerne nochmal eine Etage tiefer gehen oder fahren. So, wir sind jetzt mittlerweile auf einer Tiefe von ja, knapp 180 Meter. Und wenn ich jetzt, geht sogar noch tiefer, 200 Meter. So, wenn ich jetzt hier diese Treppen runtergehe, fängt halt die Hypothermie an. Und die Hypothermie ist so kalte Zonen. Die gehen dann so 10 bis 15 Blocks. Und ihr seht es, je näher ich jetzt runtergehe, wie tief das draußen wird. Jetzt bin ich schon error total cold. Also ich kann mich da nicht lange aufhalten. Ich werde mal direkt hier einen Heizstab hinbauen oder was. Und wie gesagt, ich bleib mal hier einfach stehen, damit ihr mal seht, wie schnell jetzt meine Energie runtergeht. Und ohne einen Heizstab in dieser, ja, in meinem Anzug komme ich nicht weiter runter. Deswegen fahren wir schnell wieder hoch. Also hier ist jetzt erstmal Schicht im Schacht. Ich würde sagen, unser nächstes Projekt ist jetzt erstmal eine neue Zinnader zu finden. Wobei ich eigentlich schon eine gefunden habe. Die ist allerdings ziemlich, ziemlich weit weg. So, ich ziehe mir mal eben hier Strom raus. Eisen müsste noch genug da sein. Von daher ist Eisen für mich jetzt im Moment kein Problem. Lithium sollte auch langsam ausgehen. Ich möchte gerne die Forschung anfangen. Das steht so fest wie das Arm in der Kirche. Und ja, wir werden jetzt hochfahren und ich habe mir auch schon so Art, ja nicht Tabletten, das sind nicht so Tabletten, das sind so Ping, Ohrpings sind das. Da kann man ja ganz gezielt, also wenn ich jetzt zum Beispiel pingen würde, wenn ich Taste M drücke und hätte den Scanner in der Hand, dann würde er mir alle Erze anzeigen, die ich bisher kenne. Ich kann aber aufgrund solchen Metallplättchen wie hier habe ich die mal erstellt, ihr seht es hier, ich habe mir die gemacht für Iron, für Lithium, für Titan, für Zinn, für Kupfer, für Lithium und für Eisen. Wenn ich die mache, wird mir nur Eisen angezeigt. Das ist natürlich wirklich sinnvoll und wichtig. Natürlich habe ich noch immer im Hinterkopf, dass wir unsere Verteidigung weiter ausbauen müssen. Deswegen fahre ich jetzt nochmal nach oben. Und das hat ja natürlich auch die Priorität bei mir. Ich habe, glaube ich, schon in meinem Inventar, ja genau, ihr seht es, ich habe hier schon Geschütztürme und alles gebaut. Aber wir haben jetzt keine, oh, da ist wieder einer. Jetzt schalte ich mal eben schnell um. Ah, der wird aber dreist, der kleine Kerl. Ich habe, wie gesagt, schon alles gebaut und fertig gemacht. Wir haben aber keine Storage Hopper, sozusagen. Nicht Storage Hopper, wir haben keine Power Storage, um die ganzen anzutreiben. Und die benötigen wir jetzt. Und ja, ich kann jetzt nochmal einschmelzen, was ich alles noch hier so habe. Ich habe jetzt nochmal 1K... ist das Eisen, ich habe 1K Lithium, ich habe 1K Zinn, ich habe 1K Kupfer. Da kann man schon was mitmachen, gar keine Frage. Allerdings weiß ich nicht, ob das reicht, ne? Und wie weit wir damit kommen letztendlich, um diese Kupferbehälter, nicht diese Kupfer, diese Storage, nee, Storage, ja doch, Storage Hopper brauchen wir ja auch, weil wir müssen die ja rein theoretisch noch mit Strom erzeugen oder wir holen uns von ganz unten den Strom, dann brauchen wir es nicht, dann schauen wir mal eben, Moment, da fällt mir gerade mal was ein, ja, ich könnte welche bauen, komm, wir testen es einfach mal, wie viel wir dann hier machen können, also nur zwei, seht ihr, dann ist das auch schon wieder zu Ende, wir müssen also von unten jetzt den Strom sozusagen von hier hochholen, von unserer Verteidigungslinie, die wir hier gemacht haben. Und hier wird dann unsere Hauptverteidigungslinie rumlaufen einmal mit diesen Transmittern. Ja, und da stehen dann halt unsere Schießanlagen drauf. Aber da haben wir noch nicht genug Zeug für. Also ich würde sagen, in der nächsten Folge jetzt, wenn wir die jetzt noch langsam ausklingen lassen, wir gehen jetzt nochmal überall hin, werden wir letztendlich erstmal neues Zinn suchen. Oder aber
ein anderer Vorschlag von mir ist, ganz klar, dass wir von hier jetzt wirklich mit dem Fließband, dann sparen wir alles für ein Fließband und dass wir nicht mehr hier runter müssen, dass wir uns das direkt zu uns liefern lassen. Ich habe jetzt hier schon mehr Hopper hingestellt, ihr seht, dann geht auch mal mehr rein und dann kann der auch mal öfters und länger produzieren. Dann braucht man nicht mehr ganz so oft hier hin. Oder aber, er ist jetzt schon bis hier, aber guck mal, was der hier noch alles abbauen muss. Das heißt also, ein Fließband würde sich rentieren, direkt angeschlossen an unserer Brennanlage. Weil dann können wir direkt Kupferbarren machen und wir können gleichzeitig direkt hingehen und könnten dann sozusagen Experimente herstellen. Ich würde nämlich, wie gesagt, auch hier mit der Forschung anfangen. Wo haben wir sie? Irgendwo haben wir hier die Forschung, die benötigt nämlich 10. Ich habe nur 6 Punkte, aber das ist das Nächste, was ich lernen möchte. Und mit der Forschung bekommen wir neue Technologien und kommen dann weiter. Weil jetzt im Moment haben wir einen Durchhänger, wir kommen nicht weiter. Wir können zwar Kohle abbauen, die Kohle wird aber nicht verbraucht. Wir sind Zinn am Abbauen, aber der Zinn ist jetzt so gut wie aufgebraucht. Ich kann es euch gerne nochmal zeigen, wenn ich da unten hingehe, wie das aussieht, wenn das aufgebraucht ist. Also ihr seht es dann hier, dann ändert es die Farbe und irgendwann verschwindet es ganz. Da ist jetzt also nicht mehr wirklich viel drin, nur noch ein Block und dann ist dieses Zinnvorkommen aufgebraucht. Was ich vom letzten Mal weiß, ist, als wir hier runtergegangen sind, wir können gerne nochmal hier runtergehen, ich versuche mal hier runter zu gehen, ohne zu sterben. Da hatte ich eine Zinnader gefunden. Allerdings von da unten bis hier oben, aua. Das Zinn zu transportieren ist schon eine ganz schöne Arbeit und wir könnten mal erstmal schauen, wie viel Vorkommen das überhaupt ist. Irgendwo habe ich mir hier eine Markierung gemacht, wo ich das Zinn gefunden hatte. Also das muss hier irgendwo sein. Und ihr seht, es wird hier immer dunkler. Ich kann jetzt mit der Taste G natürlich auch mal so einen Leuchttab schmeißen, aber der zieht mir dann auch Energie weg, aber wir machen es einfach mal. So, ich schmeiß den mal dahin. Dann haben wir jetzt da zumindest mal ein bisschen Leuchtstuff. Und hier irgendwo muss die Zinnader sein, die ich gefunden hatte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo die war. Ah, das sehen wir auch so nicht. Ich muss dann echt auch noch Licht anmachen, aber dann ziehen sie mir ganz schnell alles weg. Hier ist sie. Die ist aber jetzt auch nicht wirklich groß, ne, wenn ich das mal so sehe. Wir dürfen es gerne mal scannen. Ah, es geht, ne? Es geht. 600.000 ist jetzt nicht so die Welt, ne? Würde ich sagen. Ist nicht so die Welt. Aber hier könnten wir zur Not hingehen. Sind allerdings 77 Meter schon tief unter der Erde. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass irgendwo mein Grubber was trifft. Ja, ich werde hochgezogen. Sehr schön. So, ich hänge jetzt hier schon wieder. Oh. Wo hing ich jetzt gerade hier? Nein. Ich hing doch da gerade, da war doch gerade Zinn, ne? Habe ich doch richtig gesehen, oder? Da ist doch was. Bin ich da blind, oder? Moment. Was ist das? Das ist doch hier Zinn, oder? Ha, das ist ja witzig. Das ist Zinn. Wie groß bist du denn? Das ist schon größer. Ich glaube, das ist unsere Zinnader, die wir uns holen werden. Das markiere ich mir mal direkt hier. Und zwar wisst ihr ja, wie wir hier immer markieren. Das habe ich ja gar nicht gesehen gehabt, dass hier Zinn war. Aber okay, bin ich mit einverstanden. Ich markiere mir das. Ihr wisst ja, meine alte Markiertradition, immer grundsätzlich alles erstmal aufbauen. So. Aber die scheinen wieder irgendein neues Grafik-Update aufgesetzt zu haben, weil ich habe hier überall diese leeren Löcher. Wie gesagt, ich spiele hier immer noch auf ein i7 mit 16 GB RAM und eine GTX 970. Ne? Ja. Ich würde trotz allem hier gerne abbauen. Das nehmen wir auch in Angriff. Und das ist ja dieses komische Zeug da. Was ist das nochmal? Wir haben das auch schon mal, das, wie nennt man das? Re-Science, so, keine Ahnung, wie das hieß.
Harden Resign, genau. So, den habe ich nämlich auch schon gescannt gehabt. Wofür wir den brauchen, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ist mir aber auch egal, weil ich habe jetzt hier erstmal Zinn. Wir werden jetzt alles vorbereiten, dass wir Zinn dahinlegen. Wir sind jetzt 36 Meter tief. Das heißt, da oben, wo unsere Spinne ist, wenn wir jetzt gleich hinlaufen, baut es sich wieder auf. Ja, vielleicht sollten wir doch hier Fließbänder hochlegen. Aber das bedarf bestimmt 200, 300 Fließbänder. Das ist die Frage, machen wir es oder machen wir es dann auch wieder so mit diesen Kisten? Da müssen wir erstmal schauen. Zumindest haben wir jetzt schon mal wieder Zinn gefunden, zwei Stationen. Das heißt also, wir brauchen jetzt uns im Moment nicht zu sorgen über Zinn. Das war meine größte Sorge. Gut, ich würde sagen, dann machen wir mit dieser... Ja, ich hänge schon wieder fest. Mit dieser Feststellung, dass wir hier jetzt Zinn haben, wieder Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.